Yeah, Buddy! Was geht, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Es ist endlich wieder Wochenende und Season 5 hat begonnen. Die Placement-Matches habe ich alle hinter mir und diese Folge endlich Wochenende widme ich komplett den Placement-Matches. Ich will euch ein bisschen erzählen, wie sie bei mir gelaufen sind, von welcher Elo ich in welche gefallen bin leider, wie ich jetzt vorhabe, mich wieder hochzukämpfen, wie ich jetzt Videos für euch aufnehmen werde, also alles rund um die Placement-Matches und natürlich Season 5 und meinen Zielen. Und tatsächlich ist es so, Karten auf dem Tisch, ich bin von Gold 1 in Silber 1 gefallen. Die Placement-Matches liefen bei mir sehr schlecht, muss ich wirklich sagen, sehr schlecht. Ich habe 7 Loses und 3 Wins gehabt, bin also in Silber 1 gekommen und habe jetzt in Silber 1, also mir fehlt noch ein Sieg und dann bin ich schon wieder auf der Platzierung Richtung Gold 5. Es kann natürlich sein, dass ich vielleicht eine Division überspringe, weil ich kriege jetzt ungefähr 30 Punkte pro Sieg und ich nehme auch die Ranks halt für euch auf. Aber erstmal zu den Placement-Matches. Also, folgende Situation. So, ich habe mich rangesetzt. Leute, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mein Herz hat so geschlagen. Also, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht der Grund war, dass ich auch selber vielleicht nicht die perfekte Leistung abrufen konnte, dass man auch echt viel schneller mad ist. Also, die Emotionen liegen blank. Ich hatte Höhen, ich hatte Tiefen und leider, wie ihr gehört habt, halt mehr Tiefen. Das Ding ist auch, ich hatte meinen Mate dabei. Ich hatte bei der Mehrzahl, nee, genau bei der Hälfte der Spiele hatte ich meinen Mate dabei und da haben wir 4-1 gespielt, 1-4, 1 nur gewonnen und 4 verloren und das mit meinem Mate und ich habe euch immer empfohlen, ey, nehmt euch einen Mate ran, dann habt ihr schon mal einen Troll weniger. Das Problem ist, es gibt immer noch 3 Plätze, wo jemand trollen kann und der liebe Alko kann das bestätigen. Alko, ich grüße dich an der Stelle und wir kämpfen zusammen, wir fallen zusammen und wir kämpfen uns auch wieder zusammen hoch, das verspreche ich dir, mein Freund. Und das verspreche ich natürlich auch euch allen anderen. Also ich werde auf keinen Fall auf Silber bleiben. Wie gesagt, ein Sieg noch. Da bin ich schon wieder fast Gold. Und ja, dann geht es von Gold Richtung Platin. Ich habe es bei Facebook geschrieben. Ich werde Platin diese Season. Und ich habe halt ein ganzes Jahr Zeit. Also das schaffe ich auf jeden Fall. Und die Placement-Matches waren dann so. Wir haben angefangen, das Game. Mein Mate war Botlane, Thresh. So, ich war irgendwo Toplane, das lief auch ganz gut, also ja, so plus minus, das lief ausgeglichen. Wir hatten dann ja auch noch Platin-Gegner, weil wir eigentlich mit Gold 1, er war sogar Platin 5, also wir waren beide sehr ähnlich auf jeden Fall. Und haben wir natürlich auch gegen Platin-Spieler gespielt. Und leider war es so, also ich vertraue meinem Mate oder allen meinen Mates, vertraue ich da hundertprozentig, wenn die mir sagen, wenn zum Beispiel jetzt er ist Thresh-Supporter gegangen oder sagt mir, der ADC spielt scheiße, dann vertraue ich den da. Also Mates sind natürlich so wie ihr alle, das ist Familie, das sind irgendwo geilo Family und wenn der mir jetzt sagt, ey, also natürlich gestehen wir uns das auch ein, auch wenn ich dann mal einen Fehler mache, ach scheiße, sorry, war ein Fehler und das ist alles kein Problem. Also auf jeden Fall, das Ganze wird vernünftig kommuniziert und ja, mein Mate hat gesagt, Lucian, der Lucian spielt scheiße und tatsächlich haben wir diesen Lucian auch das ganze Spiel lang nicht gemerkt. Dann hatten wir noch einen Wukong im Jungle, den habe ich leider auch nicht gemerkt. Da habe ich den gegnerischen Jungler stärker gemerkt. Und im zweiten Spiel war es dann so, ich habe mir nicht alle Spiele gemerkt, aber die ersten beiden, weil es irgendwie noch so war, da dachte ich noch, komm, richtig Power, jetzt mit meinem Mate unterwegs. Zu zweit, wir rocken ja auch meistens die Rank zu zweit. Und wieso verlieren wir die auf einmal so krass? Und im zweiten Game war es dann die Mitte, die mega gefeedet hat. Und dann lag ich schon mal 0-2 hinten. Und keine Ahnung, das dritte Spiel habe ich dann mit Nasus gewonnen. Das Doofe ist dann auch, da kannte ich mir fast selber in den Arsch treten, aber ich habe danach, nachdem es nicht so gut am Anfang lief, habe ich dann auch gesagt, ey, ich packe jetzt einfach Champions aus, worauf ich Lust habe. Dann habe ich auf einmal einen Malphite Top gespielt, dann habe ich einen Nasus Top gespielt, eigentlich gar nicht die Champions, die ich mir als Mains aufgeschrieben habe. Das Problem ist einfach, und ich habe es auch schon öfters erwähnt, ich habe nicht so viel Zeit, weil ich muss noch arbeiten, ich habe meine Freundin hier, ich habe noch andere Verpflichtungen und nebenbei versuche ich Rank zu spielen und YouTube aufzunehmen. Und dann ist es oft so. Und deshalb freut es mich eigentlich insofern schon ein bisschen, da kann ich auch was Positives draus ziehen, dass ich jetzt Silber 1 bin, erkläre ich euch dann gleich. Aber das Ding ist, aufnehmen, dafür brauche ich Zeit und ich brauche Zeit, um Rank zu spielen. Und ich brauche noch Zeit, um meine Mains irgendwie zu verbessern. Und das alles ist wirklich schwierig. Also im Gegensatz zu meinen Bros, die dann mal auch die Zeit haben, wirklich 10, 12,
naja, sagen wir vielleicht ein ganzes Wochenende mal richtig geil zu zocken und dann sich auf einen Champion zu konzentrieren. Oder halt, Kev kann sich ja auch dann besser auf Minecraft konzentrieren. Also ich versuche, das Beste rauszuholen. Und Platin ist machbar. Das weiß ich, das spüre ich. Und auch euch, für euch hoffe ich, dass ihr euch verbessern könnt, dass eure Placement-Matches nicht ganz so schlecht liefen. Ich habe es ja schon bei Facebook gepostet, viele von euch haben es kommentiert, also ich glaube echt mit 7-3 oder mit 3-7 bei mir lief das halt schon sehr schlecht. Aber das ist kein Problem, weil jetzt einfach viele Leute auch entweder sehr weit abgestiegen sind. Ich habe zum Beispiel mein erstes Match in Silber war mit einer Diamant Evelyn, wo ich einfach gesehen habe, okay, die hatte wahrscheinlich auch ihre Mist-Games. So, es lief auch nicht so wie erhofft und jetzt spiele ich eigentlich, obwohl ich noch Silber bin, spiele ich auch wieder nur mit Goldleuten. Also das muss sich alles jetzt über 1-2 Monate erstmal einpendeln, dass alle wirklich in diese Elo kommen, wo sie auch auf Dauer hingehören. Also man braucht halt, sag ich mal, 50 Matches ungefähr im Ranked, dass man sagen kann, okay, dass sich das Ganze ausbalanciert. Weil jetzt ist es so, jemand kann ja 10 Matches Glück gehabt haben, jemand kann ja 10 Matches Pech gehabt haben. Also lasst euch auch nicht hängen, Leute. Ich bin das beste Beispiel, dass es auch mal nicht laufen kann in diesen 10 Matches und dass man sich trotzdem hochkämpfen wird. Das ist mein Versprechen an euch. Ich bin Gold circa in einer Woche, spätestens je nachdem, wie viel ich wieder League of Legends zocken kann und wie viel ich nebenbei aufnehmen kann. Und jetzt komme ich zu dem guten Punkt. Und zwar dadurch, dass ich Silber 1 geworden bin und dadurch, dass ich ja Gold 5, Gold 4, Gold 3, da muss ich ja langsam erstmal durch, muss ich im Moment noch gar nicht meine Main Champions spielen. Weil Main Champions sind wirklich für mich dazu da, um dieses letzte Quäntchen aus einem Champion rauszudrücken. Und das brauche ich jetzt nicht. Ich habe jetzt gerade für euch einen Kassadin aufgenommen. Ich habe ja eigentlich das Bild vorbereitet. Also jetzt gleich kommt für euch Kassadin Top im Ranked. Dann habe ich Hikarim schon mal für morgen aufgenommen. Und das Geile ist jetzt, weil ich ja sage, ich muss das eigentlich unterteilen, auch mal Community gegen den Rest der Welt spielen, auch mal ein Ranked halt aufnehmen. Aber jetzt im Moment, ich will mich hochkämpfen und ich will für euch Videos aufnehmen. Das heißt, in diesen Elos, wo ich noch nicht da bin, wo ich eigentlich hin will, wo ich einfach noch einen Weg habe, wo auch noch, ich meine, in Silber passieren ein paar mehr Fehler als in Gold. Da habe ich jetzt einfach noch die Möglichkeit, auch mal Champions zu spielen, die ich vielleicht länger nicht mehr gespielt habe und die trotzdem für euch aufzunehmen und trotzdem das Ranked zu gewinnen. Und das finde ich eigentlich, das macht mir ziemlich viel Spaß. Also ich kann auch dem auf jeden Fall was Positives gewinnen, obwohl natürlich mein Ziel auf jeden Fall Platin ist. Platin 5 halt als erstes und dann weitersehen und dann bis Season 6 ein Jahr Zeit hat man. Jetzt haben wir noch die LCS, da kann man sich auch wieder den ein oder anderen Tipp abholen. Also meine Placement-Matches waren wirklich nicht sehr zufriedenstellend. Ich hätte gegen diesen Bildschirm schlagen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich manche Moves gesehen habe, manche Leute, die ihre Champions nicht richtig einschätzen können und dann, wenn ich selber mad war und irgendwie 2 Matches auch wirklich crap gespielt habe. Aber jetzt heißt es wieder 100%ig Fokus. Wir gehen zusammen den Weg, ihr verbessert euch, ich verbessere mich. Das ist das Versprechen an euch, dass ich auf jeden Fall besser werde. Und das, ja, die Videos bleiben sowieso positiv und immer mit guter Laune. Das ist meine Art. Das ist Geilo Family. Und Geilo Family heißt auch, dass wir die Gegner zerstören. Und ich werde jetzt viele Ranks aufnehmen. Also ihr werdet diese Zerstörung sehen. Ich bin euer Povrot. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein mega, mega, mega geiles Wochenende. Arbeitet euch hoch. Spielt Ranks. Spielt vielleicht die Placement-Matches. Oder werdet Level 30, falls ihr das noch nicht seid. Ich bin euer Povrot, Leute. Der Kampf beginnt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.